herzlich willkommen zur Franchise-Jause. Heute mit Sepp Eisenriegler, Gründer von RUS, Reparatur- und Servicezentrum. Wir sind auch hier mitten in den Hallen, wo unheimlich viele unterschiedliche elektronische und Elektrogeräte stehen, denn ihr seid der Pionierbetrieb für die Kreislaufwirtschaft und repariert elektronische Geräte. Herzlich willkommen. Mein Name ist Carina Dvorak, ich bin Franchise-Beraterin bei Syncon International Franchise Consultants. Wir begleiten Franchise-Systeme beim Aufbau, bei Optimierungen und bei der Expansion. Lieber Sepp, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Du bist ja nicht nur jetzt der Gründer von RUS, dem Franchise-System RUS, sondern du bist ein Pionier in der gesamten ökologischen, sozialen Szene. SDGs nenne ich nur, aber da werden wir überall jetzt tiefer eintauchen. Beginnen möchte ich mit der Frage, die ich all meinen Interviewgästen, es waren bis jetzt schon über 50, gerne stelle. Der Dieter Lange, das ist ein Management-Trainer und der sagt in seinem Buch, das ganze Leben ist ein Spiel. Welche Rollen spielst du denn aktuell in deinem Leben? Ja, erstens einmal grüße euch alle miteinander. Zweitens zur Frage gleich eine direkte Antwort. Ich musste mich entscheiden, nachdem ich 10 Jahre lang das Reparatur- und Servicezentrum RUS als sozialökonomischen Betrieb geführt habe und auch ausgebaut habe, also von 12 Mitarbeitern auf 124 innerhalb von 10 Jahren. Das ist was, wenn es um einen arbeitsintegrativen Betrieb geht. Dann aber konfrontiert mit der Aussage des AMS Wien, die uns beauftragt haben. Arbeitsmarktservice, genau. Ja, genau. Also sowas wie eine Landesagentur Arbeit in Wien. Dass erstens unsere Arbeitsplätze zu hochschwellig seien und zweitens, dass wir mit einer Mindestverweildauer von 12 auf 6 Monaten reduziert in Zukunft das Auslangen finden sollten, dass ich mich dann einfach in die Selbstständigkeit begeben habe und das eben nicht ganz freiwillig. Zur Frage nach dem Spiel, ich habe mir damals eigentlich nach dem Slogan No Risk, No Fun das Unternehmertum angetan. Ich muss auch rückschauend dazu sagen, so viel Fun hätte ich gar nicht gebraucht. Und habe dann gegen die Trends der Zeit meinen Sturschädel durchgesetzt und um Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen, die Verlängerung der Produktnutzungsdauer von Elektro- und Elektronikgeräten einfallen lassen. Es ist ja interessant, wenn man weiß, woran es krankt, wenn man so an die Klimaerhitzung denkt, dass das zu einem guten Teil, eigentlich spricht man schon von der Hälfte aller CO2-Emissionen, die dadurch entstehen, dass wir natürliche Ressourcen entnehmen, diese weiterverarbeiten zu Produkten. Und dass man dann, und das war eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren wirklich merkbar, die Produktnutzungsdauer verkürzt hat. Es ist auch logisch, das ist ein systemimmanenter Fehler. Unsere Wirtschaft beruht auf Wachstum. Auf einem begrenzten Planeten kann man nicht unbegrenzt wachsen. Und was soll jetzt ein CEO eines internationalen Herstellers von Elektrogeräten, nehmen wir das Beispiel Waschmaschine, tun, der einerseits in seinem Arbeitsvertrag unterschrieben hat, dass er in den folgenden 3 Jahren die Umsätze um 15% steigert, wann eh schon alle eine Waschmaschine haben. Eine und irgendwie auch die logische Konsequenz daraus besteht halt darin, dass man dann das einbaut, was gemeinhin genannt wird, geplante Obsoleszenz. Das heißt also, dass die
Produkte nicht mehr so lange funktionieren, wie wir das aus der Vergangenheit gewohnt waren. Am Beispiel Waschmaschine ist es schnell erklärt. Also wir haben früher Waschmaschinen gebaut, verkauft, genutzt zwischen 30 und 50 Jahren, also für ein halbes Leben. Mhm. Wenn man heute eine Waschmaschine kauft, dann muss man die nach durchschnittlich 7,5 Jahren tauschen. Und da sind die ganzen langlebigen guten Produkte wie Miele, Bosch, Siemens schon eingerechnet. Mhm, das heißt, wenn man aus dem Billigsegment sich ein Gerät aussucht, dann kriegt man, haben wir in unseren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten längst herausgefunden, um 100 Euro Verkaufspreis ein Jahr funktionierende Waschmaschine. Mhm. Also das heißt, eine Waschmaschine, die man um 300 Euro kauft, hält bei durchschnittlichem Gebrauch 3 Jahre und die ist auch so designt, dass man sie nicht wirtschaftlich reparieren kann. Das ist alles kein Zufall. Mhm. Genauso wenig wie unser Kampf um eine Trendumkehr, der mittlerweile als gewonnen bezeichnet werden kann. Wir haben jahrzehntelang Lobbying gemacht in Brüssel und haben dann, ich möchte jetzt gar nicht über geistiges Eigentum nachdenken, sonst kommen mir die Tränen, eine Kommunikation gesehen von der Europäischen Kommission namens Kreislaufwirtschaftspaket. Und die Kreislaufwirtschaft geht jetzt in die Richtung, wo erstens einmal Reparatur als Königsdisziplin der Kreislaufwirtschaft bezeichnet wird und wo man draufgekommen ist, wir müssen unsere imperiale Lebensweise radikal ändern, um das zu kriegen, was insbesondere die künftigen Generationen brauchen. Das geht nur über langlebige Produkte, die wir auch lange nutzen, um den ökologischen Fußabdruck, der ja bereits zu 50% in der Produktion entsteht, auf möglichst viele Jahre zu verteilen. Sepp, man sieht jetzt schon allein daran, wie umtriebig du bist und wie wichtig dir dieses Thema ist und du damit über die Gründung von RUS auch noch darüber hinaus extrem aktiv bist, Lobbyist bist, in der EU dich einsetzt, in Österreich der Reparaturbonus, den viele Hörende aus Österreich kennen werden, der ist, dank dir steht der allen Österreicherinnen und Österreichern zur Verfügung. Du bist da auch mit dem Verdienstkreuz der Stadt Wien ausgezeichnet worden, also ein gigantischer Erfolg, neben vielen, vielen Auszeichnungen, die RUS bekommen hat, unter anderem auch den Social and Green Award, ganz aktuell dieses Jahr, den Franchise Award. Und um das vielleicht jetzt noch einmal zu verdeutlichen, du hast bei der Tagung des Österreichischen Franchise-Verbandes, bei der Jahrestagung, so einen fantastischen Vergleich gebracht, wenn was passieren würde, wenn in der EU alle Einwohner und Einwohnerinnen ihre elektronischen Geräte ein Jahr lang, und ich glaube noch nicht einmal alle elektronischen Geräte, sondern nur, du sagst, es geht nur, genau. Es geht nur um Waschmaschinen, Staubsauger, Laptops und Smartphones. Ja. Wenn nur diese Produktgruppen von den europäischen Haushalten ein Jahr länger verwendet werden würden, als sie derzeit verwendet werden, wäre das eine Einsparung von 400.000 Tonnen CO2-Äquivalenten. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. 4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Das ist vergleichbar mit, wenn auf einen Schlag um 2 Millionen weniger PKWs auf Europas Straßen fahren würden. Und das nur bei diesen 4 Gerätekategorien und nur um ein Jahr länger verwenden. Also wenn mir jemand sagt, ich kann nichts tun gegen die Klimaerhitzung oder gegen den überdimensionierten Ressourcenverbrauch, dann kann ich mit diesem Beispiel, glaube ich, das Gegenteil beweisen. Und wir können ja auch an andere Produkte denken, die wir länger nutzen. Das hätte dann einen umso größeren Effekt. Mhm. Also wenn nicht alle einen 57er Chevy verschrotten lassen, um ein Elektroauto zu kaufen, sondern den 57er Chevy zu Ende fahren würden, dann wäre das aus Ressourcensicht ein absoluter Vorteil gegenüber dem, was wir jetzt tun.
nennt sich jetzt auf einmal Greening the Economy oder grüne Produkte. Das meiste davon ist auch grün, nämlich Greenwashing. Okay, aber ich glaube, allein durch diesen Vergleich braucht man gar nicht mehr diskutieren, macht Sinn oder nicht Sinn. Also Elektrogeräte gehören repariert und es ist ja in vielen Köpfen, auch ganz ehrlich, in meinem, mir war das auch nicht immer so bewusst, dass es ja ganz oft die Möglichkeit gibt, weil es wird natürlich ganz viel auch Lobbyarbeit gemacht, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, Elektrogeräte zu reparieren, sondern es teilt sich gar nicht mehr aus. Es kostet viel mehr reparieren, als wenn du das, und abgesehen, man kann es auch gar nicht mehr reparieren und so. Also ich glaube, da ist ganz viel Aufklärungsarbeit und dafür setzt ihr euch ja eben auch ein. Deswegen auch so relevant, dass es in Zukunft ganz viele RUS-Franchise-Partner, Partnerinnen gibt. Erzähl uns einmal, wie ist es gekommen, dass dass du auf Franchise expandierst? Das ist eine relativ einfache Erklärung, weil wir noch Möglichkeiten gesucht haben, die Effekte, und zwar die positiven Effekte, die durch unsere Tätigkeit entstehen, zu skalieren. Das heißt also zu verbreiten. Wir sind schon vor Jahren, 2006 ist es losgegangen, an die EU-Kommission herangetreten mit unseren Begehrlichkeiten. Begehrlichkeit heißt in dem Fall eigentlich, liebe Leute, es kann nicht so sein, dass man immer mehr kritische Rohstoffe vernichtet, um immer kurzlebigere Produkte zu bauen und zu verkaufen. Da sind wir ja auch gehört worden und wie das immer so ist, wenn man ein gutes Argument bringt, dem nicht widersprochen werden kann, dann kriegt man gleich das Bummerl zugeschoben. Na, dann mach doch. Ne? Und somit habe ich mich auch mit einer einzigartigen österreichischen Norm im Gepäck nach Brüssel aufgemacht und habe dort teilgenommen an dem Standardisierungsprozess, der nötig war, um die Industrie zu befriedigen, die Zähne knirschend zur Kenntnis genommen hat, jetzt müssen wir unsere Geschäftsmodelle ändern, weil Kreislaufwirtschaft ist was anderes, als wir tun. Und die sagen, zahlt sich nicht aus zu reparieren, kann man nicht reparieren, das sind die Apologeten der sogenannten linearen Wirtschaftsweise. Die wirkt ressourcenvernichtend. Die Kreislaufwirtschaft hingegen, zu der wir uns jetzt langsam umwandeln in unserem Wirtschaftsleben, versucht, die Materialien viel besser und länger zu nutzen und über mehrere Nutzungskaskaden dann irgendwann einmal, aber das ist der Last Resort, über stoffliches Recycling den Teil besser, als es heute passiert, der als Sekundärrohstoff in Frage kommt, dann auch als Sekundärrohstoffe einzusetzen. Aber vorher gibt's noch vieles. Vorher gibt's zum Beispiel die Überlegung, ja, brauche ich denn das überhaupt, was ich jetzt gern kaufen würde? Aktuell kommt noch dazu, kann ich mir denn das überhaupt leisten? Sag einmal, also dass dir das alles ein großes Anliegen ist, glaube ich, das hört man in jedem Wort, in jedem Satz. Und wie ist jetzt aber die Idee zum Franchising konkret gekommen? Ja? Es geht darum, dass ich sehr viele Vorleistungen erbracht habe, um dort gelandet zu sein, wo wir heute stehen. Ab 2025 werden diese Standardisierungen und das, was wir aktuell gerade tun, mit einem sehr bedeutsamen Konsortium, machen wir in einem Prompt-Projekt, heißt es, was man noch zusätzlich an Daumenschrauben braucht, um die Hersteller dazu zu zwingen, dass sie genau die Produkte produziert, vielleicht auch gar nicht mehr verkauft, sondern zur Nutzung überlässt, also langlebige, leicht und somit günstig zu reparierende Produkte. Und das sind Testmethoden gegen frühzeitige Obsoleszenz. Wir haben also jetzt auf der einen Seite die Standards, an die sich die Industrie hält, weil sie sich halten muss. Wir haben dann diese Testmethoden, die werden referenziert in der Ökodesign-Richtlinie und sind somit Gesetz. Und alles, was wir heute als
Wegwerfgeräte bezeichnen, wird es ab 2025 gar nicht mehr zu kaufen geben. Und jetzt kommt der Punkt, wo der Aff ins Wasser hupft. Wenn wir das schon geschafft haben, dann brauchen wir bis dorthin auch eine solide, seriöse Reparaturinfrastruktur. Die gibt es heute nicht. Wir sind in dem Brandprojekt zum Beispiel draufgekommen, dass nur 25% aller Elektro- und Elektronikgeräte repariert werden. Und von diesen, die reparieren lassen, das ist eh schon eine Minderheit, sind noch dazu, und das nicht ganz zu Unrecht, die Hälfte mit der Reparaturdienstleistung unzufrieden. Das ist natürlich der Ausfluss dieses jahrzehntelangen linearen Wirtschaftssystems, wo ja das Interesse der Hersteller und der Finanzminister eigentlich das war, dass immer mehr kürzer gebraucht wird und schneller ersetzt wird durch Neuprodukte. Unser, ich glaube, ich habe schon gesagt, unser Wirtschaftssystem beruht auf Wachstum. Genauso unsere Budgetentwicklungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, weil es ist immer schwer, einen schrumpfenden Kuchen zu verteilen, als einen wachsenden Kuchen zu verteilen, um halbwegs einen Ausgleich zu dem zu finden, was wir heute interessanterweise immer stärker beobachten, und das ist wachsende Armut, auch in den reichen Industrienationen. Um also diese solide und seriöse Reparaturinfrastruktur möglichst rasch auf die Beine zu stellen, ist es mir als die wirksamste und sinnvollste Methode erschienen, über Franchise-Partnerschaften unser Know-how zuerst in den Dachraum zu tragen, dann in die ganze EU. Und interessanterweise haben auch US-amerikanische Medien schon sehr schöne Berichte über uns gebracht. Könnte sein, dass auch von dort irgendwann einmal ein Interesse zu uns herüberschwappt. Das heißt, ab 2025 wird eine Welle dann wahrscheinlich losgetreten werden, wo dann die Reparatur, die Lager, so wie sie hier jetzt auch schon übergehen, aber das wird dann noch einmal intensiver werden. Und gleichzeitig kann man jetzt sagen, du hast mich da gerade durch eure Lage geführt, also es ist ja von Schreibmaschinen, Kaffeemaschinen, Waschmaschinen bis zu Porsche, kleines Kinderauto, also es ist ja unglaublich, was hier alles steht, was hier alles repariert wird. Das heißt, es ist auch heute, ohne dass es dieses Gesetz heute schon gibt, auch wirklich mehr als Bedarf, und ihr bildet auch dafür eigene Mitarbeiter aus. Das ist das größte Problem, aktuell ja in vielen, vielen Branchen. Und da ist jetzt aus meiner Sicht ja ein ganz wesentlicher Vorteil von eurem Franchise-System: ihr sorgt quasi für ausgebildete Mitarbeiter, weil ihr das jetzt auch selbst in die Hand genommen habt. Magst du da was sagen? Es ist ja so, dass wir uns über das Interesse seitens potenzieller Franchise-Partner nicht beschweren können. Aber in dem Moment, wo es eigentlich losgehen soll, spätestens dann, kommen die potenziellen Franchise-Partner drauf: ich mache schon die Buchhaltung, ich mache alles, was administrativ nötig ist, ich mache auch gern meine PR auf regionaler Ebene, die überregionale macht das Russ in Wien. Aber wer macht jetzt eigentlich die Arbeit? Wer nimmt den Schraubenzieher, den Lötkolben und das Messgerät in die Hand? Und spätestens dann sackt das Interesse in sich zusammen, weil diese Leute einfach nicht zu finden sind. Es gibt am Arbeitsmarkt keine ausgebildeten Reparaturtechniker, die man eins zu eins einsetzen kann in seinem Betrieb, so wie man sich das vorstellt, wie es auch notwendig ist. Das haben wir auch schon über die letzten Jahrzehnte immer wieder festgestellt. Und der Grund dafür liegt darin, dass man das gar nicht lernen kann. Also es gibt keine Ausbildung für Reparaturtechniker. Es gibt nur, und das ist eigentlich ja vor dem Hintergrund des aussterbenden Know-hows eine Tragik der besonderen Art.
Es gibt nur zum Beispiel in bestimmten Hauptmodulen in der Mechatroniker-Ausbildung immer wieder die Willenserklärung in den Curricula, dass da auch repariert werden soll. Tatsächlich findet das nicht statt. Ich habe ja selber ausgebildete Mechatroniker hier als Reparaturtechniker. Und die hätten ohne unsere Schulung, die sie bei uns bekommen, niemals als Reparaturtechniker revisieren können. Das heißt also, es gibt irgendwo versteckt in den großen Curricula der dualen Lehrlingsausbildung zwar den Terminus Reparatur, aber das ist ungefähr so, wie wenn man den Geschichtsunterricht aus meiner Generation nachverfolgt, der hat vor dem Zweiten Weltkrieg aufgehört, obwohl der Zweite Weltkrieg natürlich Teil des Lehrplans ist. Mhm. Und genauso erleben wir die Situation, wenn ein Franchise-Partner sagt, könnt ihr mir nicht helfen, ich finde niemanden. Genau, und jetzt gibt's diese Hilfe und zwar rundum, weil eben einfach direkt ausgebildet mit eurem Know-how, also besser geht's ja nicht, von Russ für Russ und damit, und es dauert 6 Monate, diese Ausbildung, das heißt, es kann sich ein neuer potenzieller Franchise-Interessent, der sich dafür entscheidet, Franchise-Partner zu werden, nahezu gleich mit den French, mit seinen Mitarbeitern entwickeln und dann wirklich einen Standort eröffnen. Ja. Zu diesem Zweck haben wir in der Russ Franchising GmbH die Russ Akademie gegründet, die jetzt laufend Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag des Arbeitsmarktservice, also wie der Landesagentur für Arbeit, beauftragt. Wir führen diese Kurse durch und am Ende des halben Jahres haben wir zumindest 5, 6 neue Reparaturtechniker. Mehr vertragt unser Betrieb nicht. Also wir sind jetzt schon 25 Leute. Wir haben zwar 1800 Quadratmeter zur Verfügung, aber da ist die Hälfte davon Lager und Sozialräume. Unsere Werkstätten sind nicht für so viele Leute ausgelegt, dass wir gleich 10 oder 20 auf einmal ausbilden könnten. Und wir sind ja auch kein Ausbildungsbetrieb, sondern wir sind eine Reparaturwerkstätte, wohl sehr ambitioniert und mit vielen Teilbereichen versehen wie einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Aber dass wir von heute auf morgen jetzt gleich hunderte von solchen Reparaturtechnikern, die wir bräuchten, ausbilden können, sind wir noch weit entfernt. Wer weiß, wie das in den nächsten Jahren ausschaut, könnte ja sein, dass wir da ein neues Geschäftsfeld dazustellen und für alle Franchise-Partner später dann auch jenseits der österreichischen Grenzen Leute ausbilden, die dem Qualitätsniveau entsprechen, das wir hier im Russ in Wien gewöhnt sind. Mhm. Genau, aber jetzt mal für den Start passt das ja so wunderbar und können die ersten Franchise-Nehmer, Nehmerinnen starten. Jetzt zu diesen Personen, wer ist denn aus eurer Sicht ein geeigneter Franchise-Partner, eine geeignete Franchise-Partnerin? Was soll die mitbringen? Also der ideale Franchise-Partner ist ein Servicetechniker von Miele, Bosch, Siemens oder Electrolux, der sagt, ich möchte es jetzt auf eigene Rechnung machen, auch auf eigenes Risiko, ich möchte mich selbstständig machen. Weil da stellt sich die Problematik weniger, dass er keine Mitarbeiter findet, die ihm die Technik abnehmen und die operativ reparieren. Die haben wir bisher leider nicht gefunden. Wir haben aber schon einige andere Interessenten da, die aufgrund ihrer kaufmännischen Fähigkeiten und natürlich auch der Tatsache, dass sie die Chance wittern, ha, das ist ja ein Geschäft. Mit extrem großer Zukunft, ne? Natürlich. Also jetzt schon und auch dann noch einmal die Zukunft. Ja, es ist jetzt schon, also seit 26. April gibt es bei uns in Österreich den Reparaturbonus. Das heißt auf gut Deutsch, jede Reparatur kostet nur mehr die Hälfte. Der Rest wird über das Klimaschutzministerium vom European Recovery Fund beigesteuert. Mhm. Und damit ist auch dieses Marktversagen ausgeglichen, woran wir früher immer gelitten haben. Es ist eigentlich nicht nur unfair, sondern es dürfte gar nicht sein, dass internationale Bergwerkskonsortien in den Ländern des globalen Südens Rohstoffe ausbeuten,
die dann unter nochmaliger Ausbeutung in den Schwellenländern, dann sind es halt die Arbeitskräfte, die dort kaserniert in sklavenähnlichen Dienstverhältnissen aus diesen Rohstoffen Produkte machen, die dann bei uns im Norden viel zu billig angeboten werden, entsprechend wenig wertgeschätzt werden und schnell weggeschmissen werden, um was Neues zu kaufen. Dieses Marktversagen macht auch durch unser Steuersystem die Reparaturdienstleistung teuer. Es gibt jetzt 100 Gründe, die ich nennen könnte, warum das gar nicht so teuer ist. Und ich ziele damit ab auf die Preise für schlechte Geräte, wie zum Beispiel Billigwaschmaschinen. Mhm. Also wenn man, jetzt sage ich doch einen Grund, ja, wenn man einmal errechnet, was die Investitionskosten sind von Billigwaschmaschinen für 20 Jahre saubere Wäsche, dann kommt man drauf, dass eine Waschmaschine um 300 Euro eigentlich doppelt so teuer ist wie eine gescheite Miele um 900 Euro. Gescheit ist eine Miele dann, wenn es 900 Euro kostet, nicht wenn es 2000 kostet. Also es müssen schon bestimmte Produkte sein, die in Zukunft auch gekennzeichnet werden. Auch daran arbeiten wir. Wenn ich also 20 Jahre saubere Wäsche um 900 Euro Investitionskosten haben kann, im Vergleich dazu 7 mal 300, also 2100 Euro, dann frage ich, was ist an einer 300 Euro Waschmaschine eigentlich billig? Ja, das ist ein schönes Beispiel für billig ist nicht immer günstig. Genau. Das zeigt das da sehr, sehr gut, ja. Jetzt noch einmal auf die zukünftigen Franchise-Partnerinnen bezogen. Das heißt, es sind sowohl Quereinsteiger als auch natürlich schon irgendwo aus der Branche. Beides ist möglich und beides ist willkommen. Und für beide gibt es dann die dementsprechenden Ausbildungen, um dann da erfolgreich zu agieren. Ich denke, es ist ja, hat ja schon auch einiges mit Marketing zu tun, um halt dann den Betrieb gerade bei einer Eröffnung bekannt zu machen und halt die Leute wirklich anzuregen, ihre elektronischen Geräte vorbeizubringen, was auf der einen Seite durch euch unterstützt wird, aber natürlich wie immer im Franchising auch viel, dass die regionalen Vernetzungen zu nützen natürlich ein großer, ja, großer Beitrag ist. Also eine weitere Zielgruppe für Franchise-Partner sind die, die bis heute noch gar nichts davon wissen wollen, nämlich die Elektrohändler. Insbesondere der großflächige Elektrohandel verhält sich ja wie die Lemminge. Wenn wir an die herantreten und ihnen sagen, hallo, Kreislaufwirtschaft, ihr müsst euch ein Modell überdenken, weil in Zukunft wird es nicht mehr so gehen, dass man mit schlechten Produkten, wenn man mehr verkauft, auch mehr verdient. Ja, dann wird man entweder verlacht oder nicht einmal ignoriert. Und in Wahrheit wäre es höchst an der Zeit, um diesen Bedarf, der sich auftut, jetzt und erst recht in der Zukunft, wenn sich die Elektrohändler, die ja sehr nahe sind an der Thematik, einmal überlegen würden, ob sie nicht neben dem Handel, was auch schon viele tun, auch Reparaturen anbieten. Also ich kenne da er hat in der Wirtschaftskammer im Land Salzburg eine große Rolle, Landesgremialobmann des Elektrohandels. Der hat es schon längst begriffen. Mit dem habe ich schon vor 3 Jahren vor der Kamera diskutiert. Und der hat gesagt, dass inzwischen die Umsätze, die er durch Reparaturdienstleistungen macht, die übersteigen, die er mit seinem Elektrohandel macht. Also es gibt wirklich keinen Grund zu sagen, das ist alles ein Blödsinn oder das interessiert mich nicht. Mhm. Wenn jemand glaubt, er muss auf dem alten Pferd reiten, bis es den Geist aufgibt und dann überlegt er sich was, der ist selber schuld aus meiner Sicht. Ja, also da wirklich der Aufruf auch als Pionier hier, als einer der ersten Franchise-Partner bei RUS dabei zu sein, damit natürlich auch so ein Stück weit noch mehr Gestaltungsspielraum
zu haben und das zu nützen und was mitzubewirken. Ja, weil erst 2025 zu beginnen ist ein bisschen spät. Ja, wenn es dann spät, ja. Genau, wenn es dann schon. Da wird es vielleicht schon eine seriöse Reparaturinfrastruktur geben. Und da muss man sich dann halt noch mehr bemühen, um da noch Platz zu finden und seine Profite zu machen. Ja, ja, also toi, 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 tolles, tolles Geschäftskonzept. Zum Finale zwei Fragen an dich, Sepp. Die eine hat mit meiner großen Leidenschaft, die ich hier in dem Podcast verbinde, Franchise und Jause, mit der Jause zu tun. Über Franchise haben wir schon gesprochen. Was steht denn bei dir so auf einem gut gedeckten Jausentisch? Was magst du denn zu einer Jause besonders gern? Das kann Zwetschgenfleck aus Germteig sein, also der Klassiker in Wien. Der Klassiker. Hilf mir bitte, wie übersetzen wir das für unsere Freunde, Freundinnen? Pflaumenblechkuchen vielleicht. Das ist ganz gut, ja, Pflaumenblechkuchen, lecker. Und jetzt gerade Saison, ne? Wir sind da jetzt, ich war jetzt gerade in Bosnien und da sind die Zwetschgen, überall Zwetschgenbäume schon. Genau. Also okay, genau. Zwetschgenfleck, ja, sehr lecker. Wunderbar. Ich meine, es gibt schon Alternativen auch. Also das muss jetzt kein Germkugelhupf sein, aber es kann ein traditioneller Wiener Kugelhupf sein. Ich glaube, das brauche ich nicht übersetzen. Was ich auch sehr gerne als Jause mir herrichte, das geht schnell, schmeckt gut und ist gesund, sind aufgeweichte Haferflocken versetzt mit einem 10%igen, muss ich gestehen, griechischen Joghurt. Mhm. Und einem selbstgemachten Griechel-Sirup. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass das übersetzt gehört, gell? Also das sind Ringlotten, die ich in meinem Garten auf eine besonders effiziente Art ernte. Ein bisschen so, wie es die griechischen Olivenbauern machen, nämlich mit Netzen oder Decken. Mhm. Und die sind in einer Stunde fertig. Da gibt es einen speziellen Einkoch-Sirup-Zucker. Die schmecken fantastisch. Mhm. Und die toppen dann diese Art Müsli, die ich mir dazu bereite zu Hause. Ja, lecker. Sag, und welches Zitat begleitet dich möglicherweise auch schon länger in deinem Leben? Ich sage einmal das, was das neue Zitat ist. Selbst erfunden. Und tausendmal bestätigt, auch durch die EU-Institutionen, Reparatur ist die Königsdisziplin der Kreislaufwirtschaft. Und was ich gern anschließen möchte, und das lässt sich ja auch belegen, sofern es noch nicht verstanden wurde, jede Reparatur ist ein individueller Beitrag zum Klimaschutz. Wundervolle Schlussworte. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir von geben natürlich wieder in die Shownotes alle weiteren Informationen. Alles, alles Gute. Dankeschön. Danke. Wundervolle Beiträge zur Franchise-Szene gibt's am 12. bis 14. November in Frankfurt bei der diesjährigen Expo, der größten europäischen Franchise-Messe. Unbedingt vorbeikommen. Das Who is Who der Franchise-Szene stellt aus, genauso wie viele junge, neue Systeme. Also der Treffpunkt im Herbst für die Franchise-Welt. Ich freue mich, wenn wir uns dort treffen und wenn du auch bei der nächsten Franchise-Jause wieder mit dabei bist. Ein herzliches Servus aus Wien.